Fräulein Weiß, schon auf dem Heimweg? Hallo Alexa, wolltest du noch was von mir? Ja, wir wollen alle was von dir, Frau Weiß. Also Laura, was kann ich für euch tun? Soll ich vielleicht in eurem Film mitspielen? Ja, wie wär's denn, wenn Sie sich einfach eine andere Schule suchen würden? Sie gehen ihr nämlich allen total auf die Nerven mit ihrem bescheuerten Püppi-Getue. Alexa, was soll das? Was ist denn mit euch los? Schönen Nachmittag. Wo wollen Sie denn hin, Frau Weiß? Okay. Stopp, stopp, stopp. Hört auf damit. So geht das nicht, ja? Und Laura, jetzt nimm das verdammte Handy runter. Wir können in Ruhe reden, Alexa. Alles klar. Worüber wollen Sie denn reden, hä? Darüber, wie Sie sich hier aufführen zum Beispiel? Oder wollen Sie uns einfach nur provozieren, hä? Was soll denn provozieren? Lass mich los, hä? Hört auf damit! Hört auf! Hört auf! Krass, Sie will, dass wir Sie in Ruhe lassen! Sie kommen hier nicht mehr raus, die blöde Kuh!
Das ist die Mailbox von Otto Graber und Nachrichten bitte nach dem Pfiff. Kalt geworden mittlerweile. Och, das macht nichts. Wie heißt sie eigentlich? Lilly. Können wir jetzt los oder dauert das noch länger mit der Fragerei? Ja, Otto, wir können. Berthold? Ich bin's. Ja, Ben? Wir haben eine Tote in der Clara-Schumann-Oberschule in Dahlem. Ihr kommt besser gleich vorbei. Alles klar, wir sind auf dem Weg. Gut. Anschnallen. Ja, fahren wir los. Das sind meine Kollegen Frau Berthold, Herr Gaber, das ist Frau Dr. Gerschke, die Schulleiterin. Morgen. Die tote war Lehrerin hier an der Schule, Miriam Weiß, 29 Jahre alt. Sie hatte gestern bis zur 9. Stunde Unterricht. Der Hausmeister, Herr Raschow, hat sie heute Morgen gefunden, als er seine Runde gemacht hat. Und die 9. Stunde ist wann zu Ende? Viertel nach vier. Die 9. Stunde hatte gestern außer dem Französischkurs von Frau Weiß in der 10b nur noch der Physikleistungskurs der 12. Klasse von Frau Dr. Roloff. Okay, danke. Dr. Kneißler, guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Mein Gott, ist sie noch jung. Sind Sie wehmütig, Frau Berthold? Und? Was und? Wissen Sie schon was? Der Körpertemperatur nach zu urteilen ist der Tod zwischen 17 und 19 Uhr eingetreten. Gibt es irgendwelche Spuren von Gewalteinwirkung? Der Fingernagel hier ist abgerissen. Und der Ärmel muss an der Türklinke hängen geblieben sein. Kampfspuren? Nein. Und woran ist sie gestorben? Vermutlich ist erstickt. Woran wird die Obduktion zeigen? Frau Dr. Gerschke? Ja. Kann ich bitte die Klasse von Frau Weiß sehen? Ja, kommen Sie. Ach, und Ben, irgendwo müssen ja Ihre persönlichen Sachen rumliegen. Bin ich dran. Jemand in die Tür trinke. Kann man den Abdruck zuordnen? Ah, das ist ein Turnschuh. Größe 39 oder 40. Und? Du willst wohl, hast du dich mal umgeschaut? Nee, noch nicht. Ich bitte um einen Moment Aufmerksamkeit. Das ist Frau Berthold und Herr Gerber. Gerber. Die Herrschaften sind von der Polizei und würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Weil Ihre Lehrerin, Frau Weiß, heute Morgen tot aufgefunden wurde. Was ist denn passiert? Wir wissen es noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass Frau Weiß nicht auf natürliche Weise gestorben ist. Jedes Detail, sei es auch noch so klein, kann uns unter Umständen weiterhelfen. Deshalb möchte ich Sie bitten, falls Ihnen gestern nach dem Unterricht irgendetwas aufgefallen ist oder auch zu einem anderen Zeitpunkt, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Mag es Ihnen auch noch so unwichtig erscheinen. Ich lasse Ihnen meine Telefonnummer da, dann können Sie sich direkt an mich wenden oder Sie melden sich im Sekretariat bei Frau Dr. Gerschke. Der reguläre Unterricht wird für den Rest des Tages ausfallen. Aber die Anwesenden... Was machen wir jetzt? Alles löschen. Was sonst? Danke. Was denn? Ich habe mein Handy nicht dabei. Worauf wartest du dann noch? Mhm.
Also wenn Sie wissen wollen, was zwischen den Schülern abgeht, dann sollten Sie auf Crowd United gehen. Wir bräuchten eine Liste mit den Kontaktdaten von allen Lehrern und den Schülern von Frau Weiß. Wir haben nichts gefunden. Keine Tasche, kein Rucksack, überhaupt nichts Privates. Wie, auch im Lehrerzimmer nicht? Nee. Kommen Sie. Ich habe übrigens 12 Paar Turnschuhe zählt. 2 waren eindeutig größer als 39 und 1 kleiner. Siehste? Frau Weiß ist... war erst ein halbes Jahr bei uns an der Schule. Also fachlich war sie gut, pädagogisch auch. Immer um Deeskalation bemüht, ohne konfliktscheu zu sein. Das steht auch in der Beurteilung vom Luisen-Gymnasium, wo sie vorher war. Warum hat sie hierher gewechselt? Also der Grund ist mir nicht bekannt, aber das ist nicht unüblich. Wir haben hier einen sehr guten Ruf an der Schule, aber... Ah, danke schön. Entschuldigung. In diesem Netzwerk hier hatte Frau Weiß einen Spitznamen, Gottesanbeterin. Können Sie sich das irgendwie erklären? Also wie gesagt, sie war sehr beliebt bei der männlichen Lehrer- und Schülerschaft. Vielleicht etwas mehr als bei der weiblichen. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich meine, sie waren... war ein heißer Hocker. Ja, das war ihr wohl auch selber bewusst. Ja. Und einige Kolleginnen reagierten darauf vielleicht etwas empfindlich. Also für meinen Geschmack etwas zu empfindlich. Aber der Spitzname, der kommt nicht von den Kolleginnen. Also so weit würden die nicht gehen. Sondern von den Schülern? Also, die sind auf jeden Fall hemmungsloser. Ist das jetzt die große Liebe bei dir? Was weiß ich? Moin. Moin. Gaba, Kripo, meine Kollegin Berthold. Sie sind der Lebensgefährte von Frau Weiß? Ja, warum? Ihr Name ist bitte? Mikolatze. Entschuldigung, Herr Mikolatze, können wir kurz reinkommen? Ja, bitte. Erstickt. Warum denn erstickt? Ich hatte Nachtschicht. Dann schlafe ich immer hier, um Miriam nicht zu wecken. Aber warum? Nachtschicht? Was machen Sie denn? Ich fahre Taxi. Herr Mikolatze, wie war Ihr Verhältnis zu Frau Weiß? Wir waren sehr verliebt. Wir kennen uns erst seit 4 Monaten. Und vorher? Wo haben Sie da gelebt? Bei meiner Familie. Was heißt das? Naja, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Wegen Frau Weiß? Ja. Auf der Klassenliste der 10b, da gibt es ein Mädchen, das auch Mikolatze heißt. Laura. Sie ist meine Tochter. Sie hat bei ihr Französisch. Bei Frau Weiß? Ja. Oh. Laura ist fast erwachsen. Sie mag Miriam, sie versteht sich sehr gut mit ihr. Der hört doch sicher Frau Weiß. Ja. Den würde ich gerne mitnehmen. Aber das kann doch nicht sein, dass sie erstickt ist. Sie hat doch ihre Medikamente immer dabei. Was für Medikamente? Wenn wir abends weg waren, hat sie das sogar aufs Klo mitgenommen, dass sie einen Anfall kriegt. Sie hatte Asthma. Und immer Angst, dass sie ohne Spray da steht. Ben, hör mal, die Tote muss eine Tasche gehabt haben. Ihr Freund sagt, sie hatte immer eine dabei.
Ja, und hör dich mal in der Schule um, ob irgendjemand von dem Asthma wusste. Okay. Ich möchte mit allen Lehrern sprechen, die jetzt anwesend sind. Ich bin in einer halben Stunde da. Mhm. Danke. Arbeit. Von der Gottesanbeterin? Ja. Die Schüler fanden sie übrigens scharf. Endscharf, um genau zu sein. Ob sie den Spitznamen zurecht trug, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Wieso zurecht? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Gottesanbeterin nicht? Nee. Das ist ein Insekt. Es hält in Lauerstellung die Fangarme so erhoben, dass es aussieht, als würde sie beten. Aha. Aber das eigentliche Pikante an der Sache ist, dass das Männchen viel kleiner ist als das Weibchen und bei der Begattung vom Weibchen verspeist wird. Was aber der Kopulation keinen Abbruch tut. Na, diesmal ist es wohl umgekehrt. Was auf das Motiv Rache hindeutet. Wir können also von einem Mordfall ausgehen? Das Opfer hatte Asthma. Asthmatiker sind üblicherweise auf einen Anfall vorbereitet. Ich glaube, da können wir schon davon ausgehen, dass sie jemand ganz bewusst hat sterben lassen. Jemand, der wusste, dass sie Asthma hatte? Ja. Von der Krankheit war an der Schule offiziell nichts bekannt. Vielleicht wurde ihr die Tasche nur gestohlen. Hat man sie gefunden? Nee, noch nicht. Aber die Spusi sucht jetzt gezielt danach. Vielleicht war sie auch ein bisschen schusselig. Wir gehen nicht davon aus, dass sie schusselig war. Oder mit Ihren Gedanken woanders, nicht wahr, Herr Garber? Ich bin gleich fertig. Gibt's schon einen Verdacht? Vielleicht. Die Schulsekretärin hat mir erzählt, dass sie vor nicht allzu langer Zeit einen Streit mitbekommen hat zwischen der Physiklehrerin des LK-12, Katharina Roloff, und der Toten. Es ging dabei sehr laut zu. Aha. Und noch etwas. Eben diese Katharina Roloff war gestern noch länger in der Schule, bis ca. 17 Uhr, um Materialbestellungen aufzugeben. Danach hat sie niemand mehr gesehen und heute Morgen hat sie sich krank gemeldet. Da lohnt sich doch ein Besuch, nicht wahr, Herr Garber? Auf jeden Fall. Ich muss in die Schule. Garber, Kripo, meine Kollegin Berthold. Wir suchen Frau Dr. Roloff. Er ist in der Küche. Wer ist denn da? Ihr Mann hat uns reingelassen. Kripo. Danke. Das war mein Bruder. Ach so. Ich war so bis fünf in der Schule, weil ich da noch eine Bestellung abgegeben habe. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Haben Sie jemanden gesehen? In der Schule oder auf dem Hof? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Nein, da war niemand. Schule war ja auch schon aus und unsere Stunde war die letzte. Leben Sie alleine hier? Ja, wir beide. Ja? Kann jemand bezeugen, dass Sie nach der Schule hierher gekommen sind? Ihr Bruder zum Beispiel. Ich war nicht da. Kannst du bitte draußen rauchen? Wie war denn Ihr Verhältnis zu Frau Weiß? Das ist doch gut. Also, sie war eine nette Kollegin, aber wir hatten nicht so viel miteinander zu tun. Sie war ja auch noch nicht lange auf der Schule. Aber vor nicht allzu langer Zeit, da gab es einen Streit, ne? Worum ging es denn dabei? Um Unpünktlichkeit im Unterricht. Und? Naja, ich bin der Meinung, man muss dagegen vorgehen. Schüler brauchen Grenzen. Ich schließe auch gelegentlich Schüler vom Unterricht aus. Und das sah Frau Weiß ein bisschen lockerer. Ja. Sie war der Meinung, dass ein nettes Lächeln und ein paar gute Worte ausreichend seien. Das sehe ich anders. Ich auch. Ja. Komische Paar. Tja. Ben, Otto hier. Du, schick mal einen Kollegen vorbei. Der soll sich mal umhören, was man so über Frau Roloff und ihren Bruder erzählt. Und ob jemand gesehen hat, dass er so gegen viertel sechs zu Hause war. Okay, danke. Ja? Alles klar, wir kommen. Knäusler ist fertig.
vermutet habe, ist sie erstickt. Und zwar infolge eines sogenannten Status Asthmaticus. Ein besonders schwerer, lang anhaltender Asthmaanfall. Möglicherweise kam das Herzversagen durch den Sauerstoffmangel zuerst. Ansonsten dürfte es kein schöner Tod gewesen sein. Was kann so ein Asthmaanfall verursachen? Es kommt drauf an. Stress zum Beispiel. Würde sie noch leben, wenn sie ihr Spray griffbereit gehabt hätte? Möglich, aber es gibt keine Spuren fremder DNA oder Hinweise auf Misshandlungen. Bis auf diese kleinen Spuren äußerer Gewaltanwirkung. Der abgerissene Fingernagel, der Ärmel. Sonst noch was? Ja, sie war schwanger. Etwa in der 10. Woche. Ach, fragt sich, warum unser Taxifrau uns denn nie erzählt hat. Herr Mikulatze? Ja? Wussten Sie, dass Ihre Freundin schwanger war? Herr Mikulatze? Ja, ich wusste es. Und? Was und? Wäre das Kind von Ihnen gewesen? Ja, natürlich. Gut, steigen Sie bitte mal aus. Hier rüber. Warum haben Sie uns das nicht schon heute Morgen gesagt? Ehrlich gesagt, habe ich nur an Sie gedacht, dass sie tot ist. Das mit dem Kind ist so neu. Wo waren Sie erst dann zwischen 17 und 19 Uhr? Bin Taxi gefahren, was sonst? Was wollen Sie auf einmal von mir? Ein Alibi wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Wenn man die ganze Zeit in der Stadt herumfährt, merkt man sich sowas nicht. Rufen Sie doch Funkzentrale. Das werden wir tun. Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt. Ein Kollege, der Sie gesehen haben könnte. Oder ein Stammgast. Dann melden Sie sich. Dankeschön. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Ah, Herr Mikulatze. Eine Frage habe ich noch. Wäre es ein Wunschkind gewesen? Ja. Wir haben uns sehr gefreut. Danke. Was guckt ihr? Ich habe nichts getan. Das klang irgendwie glaubwürdig mit dem Kind. Zu glaubwürdig, wenn du mich fragst. Ben, ich brauche mal die Adresse der Ehefrau von Mikulatze. Ja, danke. Was ist? Ich bin zum Bier eingeladen heute Abend. Kriminalpolizei. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Berthold ist mein Name. Mein Kollege Gaber. Dürfen wir reinkommen? Ja. Danke. Frau Mikulatze, Sie kannten Miriam Weiß, richtig? Ja. Sie wurde heute früh tot in der Schule gefunden. Ach ja. In der Schule? Das ist ja schrecklich.
Die Lebensgefährtin ihres Ex-Mannes war schwanger. Wussten Sie das? Von Tamasch? Behauptet er zumindest. Ja, Tamasch wird wieder Vater. Der war doch mit Laura schon überfordert. Ja. Wie alt war sie denn? Im dritten Monat oder kurz davor. Das ist natürlich ein Schock. Ging es den beiden gut? Also ich meine, als Paar? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Laura war manchmal bei ihnen. Ist es schwer für Sie, dass er so kurz nach der Trennung eine neue Familie gründen wollte? Ich wusste nichts von dem Kind. Und was die Trennung angeht, Tamasch und ich kennen uns seit 1987. Da war er für 2 Semester in der DDR, als Gaststudent. Das ist eine sehr lange Zeit. Wir haben schon eine ganze Weile nur so nebeneinander hergelebt. Und jetzt sind wir wenigstens wieder Freunde. So einfach. Immerhin war Frau Weiß erheblich jünger als Sie. Ja. Ich bin darüber weg. So, so. Wo waren Sie gestern zwischen 5 und 6:30? Ich arbeite bis 5 und dann war ich noch einkaufen im Carré. Naja, und so gegen 6:30 bin ich dann meistens hier. Haben Sie irgendeine Quittung über den Einkauf? Ja, klar. Hier. Danke. Frau Weiß hatte Asthma. War Ihnen das bekannt? Nein. Warum soll ich das denn gewusst haben? Wir würden ja mit Laura sprechen. Ja. Laura? Die Polizei will dich sprechen. Laura? Ich weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht rufen Sie einfach später noch mal an. Gegen 5 ist sie meistens hier. Ich gebe Ihnen Ihre Handynummer. Am besten, Sie rufen sie vorher an. Machen wir. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Danke. Besonders betroffen also nicht. Die schien ja eher komisch zu finden. Otto, die hat ja den Mann ausgespannt. Hey Leute, hier ist Laura. Quatsch mir einfach auf die Mailbox. Was machen Sie denn da? Meine Nichte hat mir ihre Identität geliehen. So kann ich undercover mit den Schülern chatten. Aber Sie machen bitte nichts Illegales? Natürlich nicht, Chef. Wo kommen wir denn dahin? Hier. Laura Nicolaz hat über 340 Freunde. Da drin? Mhm. Unter Freunden verstehe ich immer noch was anderes. Ich auch. Ich habe da was zu berichten, was Sie sicher interessieren dürfte. Unsere Lehrerin hatte vor Monaten ein Verhältnis mit einem Schüler ihres Abiturjahrgangs. Da war sie noch am Luisengymnasium. Ich habe diesbezüglich Kontakt mit der Leiterin des Schulrats aufgenommen. Weil der Junge volljährig war, wurde die Sache unter den Teppich gekehrt. Er verließ die Schule und sie wurde auf die Clara-Schumann-Oberschule versetzt. Und war die Sache damit beendet? Für die Schulleitung schon. Ob Frau Weiß weiterhin Kontakt zum Schüler hatte, müssen wir prüfen. Haben Sie einen Namen? Das konnte mir meine Informantin leider nicht weitergeben. Schülerschutz. Aber ich bleib dran. Ah, Frau Brammer. Guten Abend, Herr Schatz. Julia. Vielleicht hilft das ja weiter. Wir sind dann doch noch fündig geworden. Die Tasche, die lag im Gebüsch vor der Schule. Alles da. Portemonnaie mit Geld, Handy. Das Asthma-Spray. Also, wie erwartet, kein Raubmord. Die KTU soll das Handy zuerst untersuchen, ja? Kolberg.
Ah, du bist's. Ja, ja. Jo. Das war Sputnik. Wir sollen auf keinen Fall seine Einladung vergessen. Ja, wir machen Schluss für heute. Morgen gibt's viel zu tun. Überlegst du es dir gerade wieder anders? Nö. Für so nicht. Wir sind immer mit der ganzen Truppe unterwegs. Der Abend ist doch noch lang. Bis morgen. Gut. Grüß Sputnik von mir. Mach ich. Zur Feier des Tages sozusagen. Gestern allein aus Moskau über 250 E-Mails. Stellt euch das mal vor. Ja, was sollen wir uns denn vorstellen? Also überhaupt, Prost erstmal. Auf dich, Sputnik. Auf den neuen Laden. Prost. Prost. Also, Herr Redermann, das ist so. Ich verhelfe denjenigen, die bisher mit der Partnerwahl nicht so ein glückliches Händchen hatten, zu einer gut gebauten, frischen Alternative aus den ehemaligen sozialistischen Bruderländern. Ja, ist ja ein Klacks. Aber mit so einem Computerprogramm gibst du vorne ein, du vorliegen und hinten kommt raus, also wer zu dir passt. Aha. Ja, also ich mache auch die Bewerbungsvideos, wa? Kümmere mir um die Reise und also Hochzeit all inklusive sozusagen. Na kommt. Kickt euch das mal auf dem Bildschirm an. So. Hier hast du also die äußere Erscheinung, Alter, Körpergröße, Haarfarbe. Und dann trifft der Computer eine Auswahl. Voilà. Aber das sind doch alles Männer. Was haben Sie gedacht? Das ist doch die Marktlücke, Herr Redermann. So manche reife Dame. Ich meine, die wünscht sich was knackiges, frisches, exotisches. Da kriegst du was. Soll ich dir auch in meiner Kartei aufnehmen? Wir finden schon was. Ich meine, Russisch kannst du ja bei Otto nehmen. Oder auch bei mir. Ich mach dir einen Freundschaftspreis. Na, lass mal. Gutes Buch tut's auch. Ja, gutes Buch habe ich auch. Schön simmeln. Mach's gut. Tschüss, dich an. Tschüss, ne? Tschüssi. Ciao. Schönen Abend euch. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. War schön. Ciao. Irgendwie beneide ich sie auch. Wie meinst du das? Ihr Leben hat sich durch die Kinder so verändert. Ja, das kenn ich. Und, nu? Kannst du dir mich als Mutter vorstellen? Ja klar, warum nicht? Jetzt gleich? Nee, hat noch Zeit bis morgen. Okay. Gehen wir tanzen? Hat noch Zeit bis morgen. Wussten Sie, dass Frau Weiß schwanger war? Das überrascht mich. Und sie hatte ein Verhältnis mit dem Vater einer Schülerin. Sie kennen Laura Mikolatze? Also ich wusste, dass die Eltern sich getrennt hatten, aber nicht warum. Wir erfahren solche Dinge ja erst, wenn die Schüler auffällig werden. Ich lass sie dann mal alleine. Setz dich. Sergei Ilnitsky? Richtig. Kannten Sie den Spitznamen von Frau Weiß? Gottesanbeterin. Können Sie uns sagen, wie sie zu dem Namen gekommen ist? Ich weiß nicht, den hatte sie einfach. Irgendjemand muss ihr den gegeben haben. Keine Ahnung. Wieso ausgerechnet Gottesanbeterin? Keine Ahnung. Und wieso gerade Gottesanbeterin? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. So ein cooler Spitzname. Wussten Sie, dass Frau Weiß schwanger war? Und dass sie Asthma hatte? Nein. Nein. Wo waren Sie vorgestern nach der Schule? Im Hotspot. Was ist denn das? Das ist ein Café hier um die Ecke. Waren Sie alleine da? Nein, mit Alexa, Laura und Hanna. Alexa, Rosina, Hanna, kommen Sie bitte nochmal rein. Alle anderen können gehen. Sie waren also vorerst nach der Schule in einem Café. Das lässt sich ja leicht überprüfen. Wie lange waren Sie da? Bis 6. Und dann? Also, ich bin nach Hause. Meine Mutter hat Nachtschicht diese Woche und ich muss mich um meine kleine Schwester kümmern. Warum fragen Sie das alles überhaupt? Ich bin kurz vor 6 los mit Alexa und Laura. Ich hab's nicht weit nach Hause. Ja, Laura und ich sind dann mit der S-Bahn nach Hause. Laura muss nach Steglitz und ich nach Charlottenburg. Was wissen Sie über das Verhältnis zwischen Laura und Frau Weiß? Naja, sie hat mit ihrem Vater gepoppt. Toll ist es nicht. Sie war aber nicht sauer oder so. Wusste Laura, dass Frau Weiß schwanger war? Stimmt nicht. Und wo ist Laura jetzt? Ja, ich bin's, Otto. Du, überprüf doch mal das Alibi von 4 Mädchen, ob sie zur Tatzeit im Café Hotspot hier in der Ecke waren. Ja, und zwar Laura Mikulatz und ihre Freundinnen Alexa Warowski, Rosina Lippold und Hanna Schmidt. Alles klar? Okay, ciao, tschüss. Lass mich erstmal alleine hochgehen. Polizei. Ich bin krank. Laura, ich möchte Ihnen nur kurz ein paar Fragen stellen. Machen Sie bitte auf. Muss ich aufmachen? Nee, müssen Sie nicht. Sind Sie allein? Ja. Ihr Vater hat gesagt, dass Frau Weiß und er ein Paar waren. Ja, und? Das hat in Ihrer Familie bestimmt einiges durcheinander gebracht, oder? Ist es denn so schlimm? Und wie geht's Ihnen dabei? Mir? Mhm. Gut. Besser als vorher. Hatten Sie keine Schwierigkeiten mit der Situation? Ich meine, Frau Weiß war immerhin Ihre Lehrerin. Nö. Außer, dass ich sie duzen musste, wenn ich mit meinem Papa und ihr unterwegs war. Und in der Schule musste ich sie dann wieder siezen. Wie die anderen auch. Als Sie vorgestern bei ihr Unterricht hatten, war da irgendwas anders als sonst? Keine Ahnung. Ich denke nicht so über Frau Weiß nach. Und Ihre Mutter? Wie hat die auf Frau Weiß reagiert? Wieso? Ganz normal. Die waren jetzt nicht die besten Freundinnen, aber die haben sich auch nicht angeschrien oder so, wenn Sie das meinen. Frau Weiß hatte Asthma. Irgendjemand hat ihr die Handtasche weggenommen mit den Medikamenten. Deshalb ist sie qualvoll erstickt. Krass. Ihre Freundin Alexa hat mir gesagt, dass Sie vorgestern mit ihr zusammen S-Bahn gefahren sind. Stimmt das? Ja. Nehmen Sie immer die S-Bahn? Nein, eigentlich fahre ich mit dem Bus. Und wieso vorgestern nicht? Keine Ahnung.
Wir hatten noch ein bisschen was zu quatschen. Sagen Sie, dieser Spitzname Gottesanbeterin, stammt der von Ihnen? Nee, den haben wir bei Crowd United gefunden. Was der Begriff bedeutet, wissen Sie? Ja, das habe ich nachgesehen. Wann haben Sie denn diesen Namen zum ersten Mal gelesen? Kurz nachdem sie zu uns auf die Schule gekommen ist. Guten. Und? Ich glaube, die hat noch mehr Angst als die anderen. Der Besitzer dieses Cafés hat übrigens bestätigt, dass alle vier Mädchen kurz vor 5 gekommen und kurz vor 6 gegangen sind. Und keine von ihnen war zwischen euch weg? Er ist sicher und sicher. Ja, Ben? Ich habe mich in die tieferen Schichten von Miriam Weiss' Computer gegraben. Und siehe da, es gibt eine E-Mail von einem Tobias Roloff von vor 4 Jahren. Tobias Roloff? Ja, ich habe das schon gecheckt. Es ist der Bruder von Katharina Roloff, der Physiklehrerin. Und was steht da drin? Das ist ganz eindeutig ein Liebesbrief. Die beiden waren ganz offensichtlich über einen längeren Zeitraum ein Paar. Der Rest der Korrespondenz ist leider gelöscht. Danke, Ben. Herr Roloff, einen Moment. Wir hätten noch ein paar Fragen. Meine Schwester ist nicht da. Das macht nichts, steht um Sie. Sie und Miriam Weiss waren mal ein Paar. Wir haben eine E-Mail von Ihnen auf Ihrem Computer gefunden. Herr Roloff, machen Sie jetzt mal auf. Sie haben uns nicht gesagt, dass Miriam mehr ist als eine entfernt bekannte Kollegin. Das ist eine tiefe Wunde, die soll nicht wieder aufreißen. Kannst du bitte rausgehen? Er war sehr glücklich mit ihr. Sie haben zusammen studiert, zusammen gewohnt und wollten heiraten. Und plötzlich war alles vorbei. Sie hat es ihm gesagt, ohne Begründung. Sie ist gegangen und war nicht mehr zu sprechen. Und das hat mein Bruder natürlich nicht verstanden. Und dann ist er in eine tiefe Depression gefallen. Er hat nicht mehr gelernt, ist durch seine Prüfung gefallen, hat das Studium abgebrochen, wie das eben so ist. Und dann ist er mit dem Auto frontal gegen einen Baum gefahren und seitdem lebt er bei mir. Was ist mit seinem Arm? Das ist eine Lähmung, Folge des Unfalls. Herr Roloff. Wo waren Sie vorher gestern, am späten Nachmittag? Sie haben gesagt, hier waren Sie nicht. Ich war beim Arzt. Ich wollte mit ihr sprechen. Sie hätte es ihm doch wenigstens erklären können. Aber sie war weg. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und vielleicht können Sie verstehen, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, als sie plötzlich bei uns in der Schule auftauchte. Ging darum dieser Streit? Ja. War er beim Arzt? Natürlich. Da hat er um 4:30 einen Termin. Danke. Gerne. Wiedersehen. 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 Hallo? Können wir reinkommen? Warst du nicht in der Schule? Mir ist schlecht. Weißt du, dass die Polizei gestern den ganzen Tag nach ihrer Handtasche gesucht hat? Das habe ich im Chat gelesen. Da war nämlich ihr Asthma-Spray drin. Aber die lag doch da, als wir raus sind. Ja, und warum lag sie später nicht mehr da? Keine Ahnung. Glaubt ihr jetzt ich? Uns haben sie auch verhört. Laura, ich habe der Polizei gesagt, dass wir zusammen weggegangen sind. Ja, und? Ja, sind wir ja nicht. Wo bist du hin? Sag mal, spinnt ihr jetzt? Ich bin mit dem Bus gefahren, so wie immer. Hallo?
Laura, hier ist Verena Berthold. Würden Sie mich bitte mal zurückrufen, wenn Sie das hören? Wenn es geht, noch heute Abend. Danke. Ich hoffe, du hast wenigstens den Film gelöscht. Ich bin doch nicht blöd. Ach, jeez. Den Blick nach vorn zu richten, ist auch unter dem Aspekt der Vermeidung von Unfällen sinnvoll. Ja, Chef, sorry, ich war gerade ganz woanders. Ja, das habe ich gesehen. Hier, sehen Sie mal, was ich auf dem Handy unserer toten Lehrerin gefunden habe. Nach dem Georgier sieht es aber nicht aus. Nee. Wenn das mal nicht unser Abiturient ist. Die Nachricht und das Foto hat sie letzte Woche bekommen von einem Niki. Die Nummer ist noch gespeichert. Oh, gibt's was Neues? Ja, es sieht aus, als hätte der Schüler, der das Verhältnis mit Frau Weiß hatte, den Kontakt zu ihr nicht aufgegeben. Hier. Nur die Mailbox. Jannik Siebert. Im Übrigen habe ich heute Morgen schon eine kleine Tour durch Frau Weiß' Nachbarschaft gemacht. Und? Und tatsächlich haben mir zwei Hausbewohner erzählt, dass es in den letzten Tagen bei unserer Lehrerin ordentlich gekracht hat. Türen knallen, rumschreien, das ganze Programm. Ach, Kigan. Sie können den jungen Mann hier gleich aufsuchen. Jetzt? Ja. Natürlich. Hast du die Adresse? Und ich gehe mich mal nach dem weiteren Werdegang unseres Abiturienten. Also, los, Hammer. Schauen Sie doch, wo Sie stehen. Ist da irgendwas rausgekommen mit den Nachbarn von Frau Roloff? Naja, eine ältere Dame will gesehen haben, dass Frau Roloff wie immer um kurz nach fünf mit dem Rad nach Hause gekommen ist. Das kann aber nicht sein, weil das Rad nach Aussage des Hausmeisters seit gestern an der Schule steht. Ach, super. Dann schick noch mal jemand hin, da wird es ja noch mehr mögliche Zeugen geben. Ja, die Adresse von Jannik Siebert. Danke. Ach so, und guck mal, ob du irgendwas über deinen Bruder findest. Otto, kommst du? Herr Siebert, Ihre ehemalige Lehrerin Miriam Weiß ist vor zwei Tagen verstorben. Wir vermuten, dass da jemand nachgeholfen hat. Sie haben mir einige Tage zuvor eine Nachricht geschickt und wollten sich mit ihr verabreden. Stimmt das? Ja. Wie gibt's denn das? Sie meinen, woran sie gestorben ist? Ja. Ist ihm bekannt, dass sie Asthmatikerin war? Sie hatte einen schweren Asthmaanfall. Ziemlich sicher ist, dass sie noch leben würde, wenn sie ihre Medikamente dabei gehabt hätte. Was ist das denn für ein Mist? Herr Siebert, Sie hatten ja mal eine besondere Beziehung zu Frau Weiß. Kann man so sagen. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Was? Was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Das interessiert die doch nicht. Ich bin 18. Und jetzt? Gehen Sie nicht mehr zur Schule? Doch, nur heute nicht. Ich muss mich mal sortieren. Aha. Naja, allzu viel zu sortieren gibt's ja hier nicht. Warum wollten Sie sich mit Frau Weiß treffen? Wir hatten immer viel Spaß zusammen. Auch nach dem kleinen Theater mit der Schulleitung. Das heißt, Ihre Beziehung ging weiter, nachdem Sie die Schule verlassen haben? Es konnte uns doch keiner mehr was. Und wo haben Sie sich getroffen? Hier. Ich bin fast immer allein. Was wissen Sie über die anderen Beziehungen von Frau Weiß? Ich wusste, dass es da den einen oder anderen Typen gab. Hat sie aber nicht gestört? Ich mag Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Wann haben Sie Frau Weiß das letzte Mal gesehen? So vor zwei Wochen. Hat sie Ihnen gegenüber erwähnt, dass sie schwanger war? Dem glaube ich kein Wort. Du schon, wa? Hast du dem überhaupt zugehört? Nein. Was ist, wenn er der Vater ist? Könnte vielleicht ein Motiv sein. Wenn sie von Jannik schwanger war, dann hätte auch Herr Mikulatz ein Motiv. Ach übrigens, so wie der dich gerade angekriegt hat, da brauchst du demnächst noch keine Sorgen, um einsame Abende zu machen. Ist mir ein Tick zu jung. Wussten Sie, dass Ihre Freundin noch eine andere Beziehung hatte? Nein, hatte sie nicht. Doch, hatte sie. Und zwar mit diesem jungen Mann. Und? Was sagen Sie dazu? Das glaube ich nicht. Herr Mikulatze, zeigen Sie uns doch bitte mal auf den Plan, wo Sie vorgestern Nachmittag überall gestanden haben. Bitte. Also, hier bin ich losgefahren.
Da ist die Zentrale. Und da bin ich hierher bis zum Rathaus Schöneberg. Da stand ich für eine Weile. Das war wann? Es war 14 Uhr. 15? Oder 15. Oder vielleicht auch 13 Uhr. Ja, vielleicht auch 13 Uhr. Ja. Ich kann mir nicht ganz genau erinnern, das tut mir leid. Okay, wie lange haben Sie da gestanden? Ja. So eine halbe Stunde vielleicht. Da ging es nach Bahnhof Südkreuz. Und da bin ich auch geblieben, bis ich um 18.30 Uhr eine vorbestellte Fahrt hatte. Von Schöneberg nach Zehlendorf. Das war eine Krankenfahrt. Sie wollen eine Stunde am Bahnhof Südkreuz hier steigen? Ja, seit alle Leute diese Rollkoffer haben, die brauchen doch kein Taxi mehr. Sie steigen direkt im S-Bahn. Ach, hey. Haben Sie sonst irgendwelche Beweise für Ihre Fahrten? Der Quittungsblock hat ja keine Kopien, leider. Die vorbestellte Krankenfahrt ist auch noch nicht bestätigt. Herr Mikulatz, ich glaube, Sie wussten von Ihrem Nebenbuhler, wir haben Ihre Fingerabdrücke auf dem Handy der Toten gefunden. Ja, und? Wir haben zusammen gewohnt. Ja. Ich wollte nur in... Ich habe in Ihrem Handy eine Telefonnummer gesucht. Dabei habe ich diese Foto gefunden. Da habe ich Sie zur Rede gestellt. Sie hat gesagt, dass der Typ Sie erpresst hat. Dass er die Fotos im Internet stellt, wenn Sie ihm nicht Abituraufgaben besorgt. Moment mal, der Typ hat Sie erpresst? Ja. Aber das Kind? Das wäre Ihr Kind gewesen? Sie hat mir geschworen, dass ich der Vater bin. Haben Sie ihr geglaubt? Ja. Gut, wir werden die Geschichte mit dem Nebenbuhler überprüfen, Herr Mikulatze. Und das wäre besser für Sie, wenn sie stimmt. Außerdem machen wir jetzt einen Gentest und solange bleiben Sie hier. Schulz, gehen Sie mal hin. Stehen Sie bitte auf und kommen mit. Wie war das noch mit Ihrer Beziehung zu Miriam Weiß? Alle prima bis vor 2 Tagen. Ja, wieso? Das hatten wir doch vorhin schon. Da wussten wir aber noch nicht, dass sie versucht, Frau Weiß zu erpressen. So ein Quatsch. Miriam Weiß hat ihrem Lebensgefährten erzählt, sie würde von einem Schüler bedroht und mit Fotos erpresst, die er ins Internet stellen wollte. Dieser Schüler sind Sie, Niki. Eins der Fotos ist auf dem Handy der Toten. Sie haben sie geschickt. Soll ich so Ihrem Vater schicken? Nein. Sie hat mich durchs Abi rasseln lassen, Mann. Dabei hätte sie ruhig ein Auge zudrücken können. Da dachte ich mir, das passiert mir nicht nochmal. Ich wollte die Abituraufgaben von ihr. Und sie meinte, es ginge nicht, sie hätte da keinen Zugriff. Also wollte ich ein bisschen nachhelfen. Und irgendwie hat sie mich mit ihrer Art dann ziemlich wütend gemacht. Deswegen habe ich ihr das Foto geschickt. Um mir zu zeigen, dass ich auch anders kann. Dass Sie sich damit in ganz schöne Schwierigkeiten gebracht haben, ist Ihnen klar. Bis hin zum Mordverdacht. Mordverdacht? Nee, so wichtig ist mir das Scheiß-Abi dann doch nicht. Wir würden Ihren Vaterschaftstest machen. Kommen Sie bitte morgen früh aufs Präsidium. Meinetwegen. Sie wollen so viel sehr geholfen. Danke. Ach, Neuigkeiten. Der Bruder von Frau Roloff war nach Aussage der Arzthelferin von 16.30 Uhr bis 18.20 Uhr in der Praxis. Aber seine Schwester ist von der Dame, die gerade gegangen ist, gesehen worden, wie sie um 7:30 vor dem Haus aus dem Taxi gestiegen ist. Sie hat ihre Schultasche dabei und war genauso angezogen wie am Morgen. Die Zollin scheint ja nicht so viel zu tun zu haben. Die ist arbeitslos und hängt den ganzen Tag am Fenster rum. Die können Romane aus der Straße erzählen. Die Details willst du gar nicht wissen. Frau Roloff ist also eine ernsthafte Verdächtige. Passt ja auch zur Mordart, jemandem einfach das Medikament wegzunehmen. Dazu braucht man nicht viel Mut. Ja, kann man so sagen. Lass sie mal herholen. Frau Dr. Roloff, Sie haben gelogen. Sie waren um 17 Uhr nicht zu Hause. Wo waren Sie? Wo waren Sie vorgestern nach dem Unterricht? Sie sind dringend tatverdächtig, Miriam Weiß getötet zu haben. Sie haben kein Alibi, aber ein Motiv. Wenn Sie uns nicht sagen, wo Sie waren, dann behalten wir Sie über Nacht hier. Worum ging es bei dem Streit mit Miriam Weiß? Ich habe ihr gesagt, dass sie die Schule verlassen soll, aber sie hat mich nicht ernst genommen. Und deshalb sind sie vorerst dann nach dem Unterricht in der Schule geblieben und haben vor dem Lehrerzimmer auf Miriam Weiß gewartet. Sie haben sie gehetzt, bis sie nicht mehr konnte und ihr dann das Medikament weggenommen.
Nein. Sie wollten vielleicht nicht, dass sie stirbt, aber sie wollten sie in Not bringen. Kleine Rache für das, was sie ihrem Bruder angetan hat? Nein. Ja, dann sagen Sie uns, was passiert ist. Ich habe nach dem Unterricht Material bestellt und bin dann nach Hause gefahren. Und warum haben Sie Ihr Fahrrad stehen lassen? Ich hatte Knieschmerzen, das habe ich manchmal. Das kann mein Arzt Ihnen bezeugen. Hm. Wie sind Sie nach Hause gekommen? Mit dem Taxi. Warten Sie, Das ist kein Beweis. Wo sind Sie hingefahren? Nach Hause. Da sind Sie nicht hingefahren, da waren Sie erst um 7:30. Frau Roloff, es ist jetzt 9:45 und wir hatten einen langen Tag. Wenn Sie uns jetzt nicht sagen, wo Sie waren, dann lasse ich Sie in eine Zelle bringen. Gut, dann machen Sie das. Was? Bringen Sie mich in die Zelle. Haben wir noch was frei? Laura, kommst du jetzt bitte? Ich warte. Schwanger war? Nein. Ich find's beschissen. Ach, du hattest schon gesehen, so ein kleines Geschwister, das ist was Schönes. Ich seh nicht so eine Scheiße mehr. Deutlich weniger SMS von Lilly. Ich bin jetzt nach Dabia. Von Lilly? Ich kann doch nicht schon wieder von vorne anfangen. Was meinst du womit? Mit allem. Lilly will heiraten. Sie will eine Familie gründen wie ihre Freundin. Sie will Kinder. Das ganze Programm. Soll ich dich nach Hause fahren? Nee, lass mal. Ich brauche frische Luft. Ich bin mir ganz sicher, dass ich dich wieder ganz verlieben. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder hängen geblieben. Kann ich noch mal? Ja, ja, klar, können Sie noch mal. Hier, behalten Sie gleich, ja. Sie müssen nicht so aufgeregt sein, wa? Ja, uns hört's doch keiner. So. Geht's wieder? Mhm. Gut. Achtung. Und bitte. Ich warte schon so lange auf dich. Weil wenn du in mein Leben trittst, dann geht die Sonne auf. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mir vorzustellen, wie das sein kann mit uns beiden. Und ich bin mir ganz sicher, ich kann mich wieder verlieben. Weißt du, ich koche auch immer dein Lieblingsessen. Rasolnik und Pelmeni kann ich ganz besonders gut. Du wirst sehen. Auf uns da wartet ein wunderbares Leben. Wir werden alle Hürden meistern. Ich habe mich sogar schon nach einem Sprachkurs für dich erkundigt. Wenn man sich wirklich liebt, dann kann man alles schaffen. So war's das jetzt. Ja, Mann. Wunderbar, wunderbar. So, dann kommen Sie. Ich bringe Sie raus. Danke. Ich bin mir ganz sicher, wir kriegen bald positive Resonanz. Tag, Verena. Hallo. Was macht ihr? Ich chatte mit meinen neuen Freunden an der Clara-Schumann-Schule.
als Lisa. Hier, da schreibt ein Remy. Weißt du, wie ich an den Film mit der Gottesanbeterin komme? Ich wollte ihn runterladen, aber er war gelöscht. Gelöscht? Moment, Moment, Hannah meldet sich. Vergiss es. Was für ein Film. Kannst du mal versuchen. Kann man da nicht was machen? Mit dem Film, meine ich. Die anderen scheinen von dem Film nichts zu wissen. Aber wenn es einen Film gab, der gelöscht wurde, dann müsste der theoretisch noch auf den Servern von Provider sein. Falls der Provider auf einer richterlichen Verfügung besteht, geben Sie mir Bescheid. Ich stehe für alle Schandtaten zur Verfügung. Danke. Sie würden für uns lügen, Chef? Schönen Abend, die Herrschaften. Schon mal vor, okay? Moin. Morgen. Dich vermisst? Ja, ich war müde. Muss aber so früh raus. Otto? Du, ich glaube, das geht nicht mit uns. Das ist doch kein Grund, einfach abzuhauen. Lilly, ich hatte schon mal eine Familie. Ich kann das nicht. Einfach nochmal alles von vorn. Schade. Ja. Du bist ein wunderbarer Mann, Otto. Es wäre einfach schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Schule. Laura, steh jetzt auf. Laura? Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Entschuldigung, ich bin spät dran. Ich wollte zu Laura. Ja, die ist schon weg. Wie, zur Schule? So früh? Ja, und ich muss zur Arbeit. Mein Bus. Ich bringe sie hin. Nein, nein, ich nehme immer den Bus. Das ist schon in Ordnung. Frau Mikulatze, entweder Sie steigen jetzt bei mir in den Wagen oder wir gehen zurück in die Wohnung und reden da. Können Sie sich aussuchen. Laura ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Und sie geht nicht ans Telefon. Bei ihren Freundinnen habe ich auch niemanden erreicht. Und ist das ungewöhnlich für Sie? Ja, eigentlich gibt sie mir immer Bescheid. Das haben wir so verabredet. Ja, eigentlich weiß ich nie wirklich, wo sie ist. Nee. Ich wollte jetzt bei meinem Ex-Mann vorbei. Vielleicht ist sie ja da. Kommen Sie. Ich fahre Sie hin. Hier, ich stehe hier. Annette, was soll denn das? Wir hatten verabredet, dass du nicht herkommst. Laura war heute Nacht nicht zu Hause. Ich dachte, vielleicht ist sie bei dir. Nein, sie ist nicht hier. Und gestern war sie auch nicht hier. Aber wo kann sie denn sein? Ich habe ganze Nacht gearbeitet, das kann ich nicht sagen. Mach's dir nur leicht. Wie immer, wenn es um Laura geht. Redest du eigentlich auch manchmal mit ihr? Ach, Annette, bitte.
Zuhören war auch nie deine Stärke. Aber vielleicht war das ja bei deiner Freundin plötzlich alles anders. Hör auf! Du Arschloch! Ich fahre jetzt zur Arbeit. Kannst du sofort kommen? Ich bin gleich da. Bis gleich. Alexa, so geht das nicht, ja? Laura, jetzt nimm das verdammte Handy runter. Wir können in Ruhe reden, Alexa, alles klar. Worüber wollen Sie denn reden, hä? Darüber, wie Sie sich hier aufführen zum Beispiel? Oder wollen Sie uns einfach nur provozieren, hä? Krass, ich will, dass wir Sie in Ruhe lassen. Hört auf, Sie kommen hier nicht mehr raus, die blöde Kuh. Sparen. Und Sie kennen den Film ja ohnehin. Alexa, ich weiß nicht, ob Sie begreifen, dass diese Frau möglicherweise gestorben ist, weil Sie und Ihre Freundin sie dermaßen traktiert haben. Nee, das können Sie uns nicht anhängen. Okay, sie hat sich ein bisschen aufgeregt und rumgeheult, aber das war's. Ehrlich. Wir sind dann raus und dann war überhaupt nichts mehr. Sie hat gelebt, okay? Wer ist überhaupt auf diese glorreiche Idee gekommen? Sie? Nein. Ich hatte doch gar nichts gegen Sie. Ach nee. Und wer hatte die Idee? Fragen Sie doch Laura. Die hatte allen Grund, Sie nicht zu mögen. Laura war heute nicht in der Schule. Wissen Sie, wo sie ist? Berthold, Frau Mikulatze, wissen Sie mittlerweile, wo Laura ist? Nicht. Schlecht. Ich muss Sie bitten, aufs Präsidium zu kommen. Und zwar jetzt gleich. Ja. Ben, gib meine Fahndung raus nach Laura Mikulatze. Und bring mir Frau Roloff. So, Sie dürfen jetzt nach Hause gehen. Aber Sie werden sich alle vor Gericht verantworten müssen. Bitte sagen Sie nichts zu meinem Vater. Dem geht's nicht gut. Das ist schon längst passiert. Er holt Sie ab. Also bitte. Zombies. Hast du nicht gesagt, die wären harmlos? Tja, habe ich mich eben geirrt. Können Sie das nicht sagen? Wegen der Schule. Dieses Gerede, also dieses Getuschel der Lehrer und die Schüler lassen einen nicht in Ruhe. Das kann ich nicht, das halte ich nicht aus. Das geht nicht. Mein Bruder, ich weiß auch nicht, was er sagen würde. Und die Familie, das... Von welcher Familie sprechen Sie? Haben Sie eine Affäre? Frau Dr. Roloff, das wäre kein Verbrechen.
Mit einem Kollegen? Wir brauchen den Namen. Wir müssen das überprüfen. Dirk heißt er. Dirk Retschmer ist Chemielehrer. Bitte sagen Sie nichts seiner Frau, ja? Sagen Sie mir den Namen nochmal. Dirk Retschmer. Danke. Wir sind fertig hier, ne? Entschuldigung, vielen Dank. Wir sehen uns. Also das hätte ich ihr nicht zugetraut. Du bestehst nur aus Schuldgefühlen, die Frau. Der Geliebte muss dazu befragt werden. Läuft. Die wollte mit dem Taxi zu ihm fahren, aber der Taxifahrer vor der Schule hatte keine Zeit. Und jetzt ratet mal, wer der Taxifahrer war. Ach, hat sie nicht verkannt? Eindeutig. Und wen, wenn ich fragen darf? Wir haben hier ein Foto gezeigt. Hier rein, bitte. Kommen Sie. Haben Sie schon ein Ergebnis von dem Gentest? Ja, haben wir. Aber ich kann Sie beruhigen. Sie wären der Vater gewesen. Herr Mikulatze, ich finde es eine Unverschämtheit, was Sie uns da vorgelogen haben. Sie erzählen was von langer Wartezeit vom Südkreuz, dabei standen Sie stundenlang vor der Schule. Sie hatten genügend Zeit, Ihre Freundin umzubringen. Habe ich aber nicht. Ich stand da und sie ist nicht rausgekommen. Ich dachte, vielleicht vögelt sie mit dem Typen, sonst wäre ich reingegangen. Warum haben Sie uns angelogen? Weil ich gesehen habe, wie meine Tochter auf zur Schule gekommen ist. Ihre Tochter? Ja. Allein? Ja. Wann war das? Genau. Kurz nach sechs. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie nichts sagen müssen, was einen Anhörigen belastet. Und Sie können natürlich auch mit dem Anwalt Kontakt aufnehmen. Sie ist gerade bei mir, in Miriams Wohnung. Ich mache mir Sorgen um sie. Laura? Ich habe die Tasche nicht genommen. Ich war gar nicht mehr auf dem Klo. Ihr wart also alle in dem Café? Und Sie sind nicht mit Ihrer Freundin Alexa mit der S-Bahn nach Hause gefahren, stimmt's? Laura, können Sie uns erklären, warum Sie beide das behauptet haben? Ich weiß nicht, warum Alexa das gesagt hat. Ich hab's halt dabei belassen. Alexa lügt oft. Nicht bei großen Dingen, aber bei so kleinen Scheiß. Warum sind Sie nochmal zurück in die Schule? Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich wollte nach ihr sehen. Dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und warum nicht? Weiß nicht. Ich habe es mir auf dem Weg anders überlegt. Und jetzt ist sie tot. Ich wollte das nicht. Was? Ich sollte ans Denken kommen. Und nicht immer so unschuldig tun. Als könnte sie niemandem etwas tun. So eine blöde, blonde Tussi. Die hat alles gekriegt, was sie wollte. Mit ihrer Masche. Ich bin so schwach und so klein und ich kann... Ich weiß nicht, was eins und eins ist und... Und mein Papa ist auch noch drauf reingefallen. Aber Sie wussten, dass Sie Asthma hatten. Nein, das wusste ich nicht. Haben Sie ihr die Tasche weggenommen? Nein. Ich war doch gar nicht mehr auf dem Gang von den Toiletten. Ich bin einfach nur in die Schule. Laura, warum haben Sie mich nach ihr gesehen?
Gut. Kommen wir erstmal mit. Sie kriegen eine Anwältin und dann sehen wir weiter. Laura. Irgendwas verschweigt sie uns. Ja, sicher. Sie ist nochmal zurück und hat die Tasche genommen, damit der Denkzettel auch richtig sitzt. Den Film haben sie um 4:45 gemacht. Dann sind sie ins Café. Und um 6 ist Laura zurück zur Schule. Da wäre Frau Weiß längst selber in ihrer Tasche gewesen. Oder aber in einem Zustand, wo das Medikament auch nichts mehr genutzt hätte. Dann ist sie eben früher zurück. Ja, aber dann stimmt die Aussage des Cafébesitzers nicht. Lass ich nochmal überprüfen. Sie das. Mensch, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, nur einen kleinen Moment. Beide Damen bitte da drüben Platz nehmen. Komm. Ja? Ich glaube, dass Laura die Wahrheit sagt. Sie hat ihre Lehrerin zwar in Gefahr gebracht, aber nicht vorsätzlich getötet. Und ich glaube, sie wart. Das sind keine Kinder mehr. Die Mädels sind knallhart. Das Mädchen ist noch nicht volljährig. Es braucht einen Anwalt. Ich habe mit Frau Mikulatze gesprochen. Sie kennt natürlich niemanden und der Vater hat irgendeinen Bekannten angerufen. Deswegen habe ich ihr die Anwältin empfohlen, die letztens dieses Mädchen vor Gericht verteidigt hat, als Pflichtverteidiger. Sehr gut. Ich würde gerne mit Frau Mikulatze anfangen. Ja, hacken Sie nach, so von Frau zu Frau. Vielleicht verrät sie uns ja was über die Tochter. Ich gebe mein Bestes. Chef? Ihre Tochter hat gefilmt, wie sie zusammen mit ihren Freundinnen Miriam Weiß durch die Schule hetzt. Und dieser Film wurde dann ins Internet gestellt. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, meine Tochter ist mir entglitten. Seit der Trennung komme ich nicht mehr an Sie ran. Haben Sie jemals überlegt, professionelle Unterstützung zu suchen? Die Hilfe eines Psychologen zum Beispiel? Aber sie ist doch mein Kind. Ja. Ich danke Ihnen, dass Sie sich um sie gekümmert haben. Laura hat ja auch einiges ausgehalten in der letzten Zeit. Aber Sie ja auch. Zurückgewiesen zu werden, ist immer bitter. Ach, wissen Sie... Frau Mikulatze, das Verhältnis zu Ihrem Mann ist nicht so entspannt, wie Sie behauptet haben. Die Trennung, die Schwangerschaft, dass er gleich wieder eine neue Familie gründet, das muss Sie wahnsinnig verletzt haben. Da war ja nichts mehr so, wie Sie sich's mal gewünscht haben. Die Ehe, der Alltag, die Kindererziehung, alles nur Anstrengung, Kampf. Und dafür wird man dann einfach fallen gelassen und ausgetauscht. Laura, kommen Sie mal bitte. Nehmen Sie doch Platz. Wann waren Sie noch mal in der Schule? So um 6. Laura, mal was ganz anderes. Essen Sie und Ihre Mutter zu Hause Sachen aus dem Bioladen? Nein, ich denke, das ist zu teuer. Frau Mikulatze, ich denke, es würde Ihnen und Ihrer Tochter gut tun, wenn Sie jetzt erzählen, was passiert ist. Und das nicht Ihrer Tochter überlassen. Wir wissen, dass Sie zur Tatzeit nicht einkaufen waren. Sie waren an der Schule. Die Quittung haben Sie sich danach besorgt. Die liegen da rum im Karree von Leuten, die keinen Bon brauchen. Ich wollte sie einmal sehen.
Frau, die meine Familie kaputt gemacht hat. Und mit meinem Mann eine neue gründen wollte. Ich hatte einen Termin bei ihr, aber ich war zu spät. Sie war nicht mehr da. Die Tür zum Lehrerzimmer war zu. Sie haben gewusst, dass Frau Weiß schwanger war. Ich habe gehört, wie Tamas Schlauber davon erzählt hat. Am Telefon. Also, nicht direkt gehört, aber ich habe Laura gesehen und aus dem Wortfetzen, ich habe es verstanden. Sie standen vor der Lehrerzimmertür, aber die war schon zu. Ja, war ich bloß wieder gegangen, aber ich war so aufgelöst. Ich habe eine Toilette gesucht. Da hat sie am Boden gelegen. Ich sollte ihr die Tasche geben, die da war. Gegangen. Mit der Tasche. Laura? Ja, ich habe Mama gesehen, wie sie rausgekommen ist aus der Schule. Von der Bushaltestelle aus kann man den Eingang der Schule sehen. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Gesehen, wie sie etwas ins Gebüsch reingeschmissen hat. Aber ich wusste ja nicht, dass das Miriams Tasche war. Erst am nächsten Tag, als ich gehört habe, wie Miriam gestorben ist, war mir klar, dass das Miriams Tasche war. Mit dem Asthma-Spray. Und ich wollte noch mal nach Miriam sehen. Aber ich bin gar nicht mehr zurück zur Toilette. Thank you.
So, Herr Rennemann, bitte recht freundlich. Freundlich. So, jawohl, nochmal. So, noch eine und noch eine. Freundlicher, Herr Rennemann, jawohl. Freundlich, Herr Rennemann, freundlich. Wir fahren nach Hawaii. Fahren wir, jawohl. So ist es. So, denn das kannst du gleich mit einbauen. So, das wird jetzt Ihr Profil. Und ganz wichtig, Privates, das niemand über Sie wissen sollte, das müssen Sie hier markieren. Was haben Sie da eigentlich vor, Chef? Ja, heißt es nicht, jeder Mensch braucht Freunde? Oder Freundinnen. Wie auch immer. Kontaktpflege gehört schließlich zu unserem Beruf. Ja, ich kann sie auch direkt in mein Programm aufnehmen, wenn Sie wollen. Nein, so war es nicht gemeint. Herr Sputnik, ich hab's mir überlegt. Ich glaube, ich nehme jetzt doch Russischunterricht bei Otto. Hä? Na, wegen seiner Kartei. Ja, wegen meiner knackigen jungen Russen. Schon klar. Na dann, das Wichtigste zuerst. Na zdarovje. Na zdarovje. Na zdarovje. Na zdarovje. Na zdarovje. Sag ich doch. Na zdarovje. Na zdarovje. Na zdarovje. Ja, jetzt heute. Zum Wohl. Zum Wohl. Na zdarovje. Nastrovje. Nastrovje. Ach, hast du schon gelernt, ja? Nastrovje. Das heißt, zur Gesundheit heißt es. Ja, ich weiß. Zur Gesundheit. Ja, Nastrovje. Uff, die Gesundheit heißt es. Uff. Na, uff. Na, heißt uff und ihr. Zu. Heißt uff. Mal, meine ja, nicht uff. Heißt uff. Na, uff. Ach so. Nee, zu. Was ist was? Na, heißt ja. Na. Ich sitze auf dem Stuhl. Ja, das heißt aber.